select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Und wir singen! Oliver, letztes Spiel heute in der Saison, auch für viele aus der U19, dann für den KSC, für die A-Jugend des KSC. Ja, zuerst einmal die Frage, wie sind jetzt gerade die Emotionen? Ja, die Emotionen sind sehr groß. Wir haben gerade sehr gefeiert über den Sieg und ja, es ist halt sehr emotional, weil wir viele von uns seit 8 Jahren zusammenspielen. Deswegen freuen wir uns jetzt noch, den Sieg mitgenommen zu haben, bevor wir uns das letzte Mal jetzt auf dem Platz gesehen haben. Ja, wie habt ihr es heute geschafft, die Saison abzuschließen und den Gegner zu besiegen? Ja, wir haben 2-1 gewonnen. In der ersten Halbzeit waren wir die klar dominante Mannschaft, haben auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich viel anbrennen lassen, ein unnötiges Gegentor kassiert, aber direkt zurückgeschlagen mit dem 2-1 und verdient gewonnen. Ist es für dich ärgerlich, dass du, obwohl du in dieser Saison viele Tore eigentlich geschossen hast, heute kein Tor geschossen hast? Nee, es ärgert mich nicht. Es geht nur um den Teamerfolg und ja, ich freue mich, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, aber stört mich nicht, wenn ich nicht treffe. Ja, ich habe vor dem Spiel mit ein paar Zuschauern gesprochen. Viele haben gemeint, dass du der Mannschaft diese Saison viel geholfen hast. Ja, auf jeden Fall zu dem relativen Erfolg der Mannschaft beigetragen hast. Ja, wie siehst du den Weg der Mannschaft durch die Saison und wie beurteilst du deinen Weg durch die Saison und deine Leistung? Ja, wir hatten einen schweren Anfang. Also haben mit, glaube ich, ein paar Niederlagen begonnen und uns dann immer weiter reingesteigert. In der Hinrundentabelle waren wir, glaube ich, 11. Jetzt die Rückrundentabelle haben wir als 3. abgeschlossen. Da sieht man einfach, wie sehr wir uns entwickelt haben und auch gereift sind. Und persönlich ist es eigentlich auch nicht verschieden. Ich habe, mit den Toren konnte ich natürlich meiner Mannschaft helfen und es freut mich, dass ich das diese Saison vor allem machen konnte. Ja, jetzt geht's für viele, also ist Umbruch für viele von euch. Kannst du mir sagen, wie es für dich weitergeht und was du für Ziele verfolgst und ob schon was feststeht? Es steht noch nichts fest. Ich will natürlich in den Profibereich und ja, dafür werde ich alles geben, aber steht noch nichts fest. Oliver, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.